Schönen guten Abend, willkommen zur ZIP2 am Sonntag. Seit gestern ist die Impfpflicht in Kraft. Nun gibt es weitere Details. Verordnet. Zur Impfpflicht wird es zahlreiche Ausnahmen geben. Nun liegt die Verordnung vor. Über die Situation in den Spitälern und wie es nun weitergeht, spreche ich heute live mit dem Lungenfacharzt und Intensivmediziner Ashan Walipur. Leben in Sorge, wie die Bevölkerung in der Ukraine mit der angespannten Situation und der drohenden Eskalation umgeht. Platin Queen. Queen Elizabeth II. Feiert ihr 70-jähriges Thronjubiläum. In Österreich laborieren derzeit fast 350.000 Menschen an einer Corona-Infektion. Das sind so viele wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie. Auch bei den Neuinfektionen sehen wir heute den höchsten Sonntagswert bisher mit 29.324 Neuinfektionen. Auf den Normalstationen werden derzeit 1.896 Menschen behandelt und 201 Personen auf einer Intensivstation. 18 Menschen sind seit gestern gestorben. Mitten in dieser Omikron-Welle ist seit gestern die Impfpflicht in Kraft. Heute ist auch bekannt geworden, welche Ausnahmen und auch Impfstoffe nun genau gelten. Harald Jungrottmeier mit den Details. Sperrstunde ist. Seit gestern um 2 Stunden später um Mitternacht. Finde ich gut. Jetzt schauen wir wieder mal in die Stadt, schauen, was geht. Man merkt, die Gäste freuen sich sehr. Ich finde, dass wir wieder loslegen können. Deutlich weniger Anklang findet die Impfpflicht. Das dazugehörige Gesetz ist auch seit gestern in Kraft. Der ZIP2 liegt nun der Verordnungstext des Gesundheitsministeriums vor. Er entspricht im Wesentlichen dem bereits bekannten Entwurf. Das gilt sowohl für die zahlreichen Ausnahmen von der Impfpflicht als auch für die Frage, wer die ärztliche Bestätigung ausstellen kann. Es sind Ambulanzen und Amts- bzw. Epidemieärzte. 2 chinesische und 3 indische Impfstoffe werden den bereits zugelassenen Vakzinen gleichgestellt. Nicht dabei ist Sputnik, kleines Trostpflaster. 2 Impfungen mit Sputnik oder anderen Impfstoffen, die zwar im Ausland, aber nicht bei uns zugelassen sind, gelten als eine Impfung. Wer 2 Sputnik-Impfungen hat, braucht also 2 weitere Impfungen mit hier zugelassenen Impfstoffen. Neu im Verordnungstext ist, dass sich Personen, bei denen Antikörper nachgewiesen wurden, danach nur 2-mal impfen lassen müssen. Nicht nur die Impfung trifft in der Bevölkerung auf Skepsis und Widerstand, sondern auch Therapien und Medikamente, die einen schweren Krankheitsverlauf speziell bei Risikopatientinnen verhindern sollen. Dazu zählen antivirale Tabletten oder auch die Verabreichung von sogenannten monoklonalen Antikörpern per Infusion. Um zu wirken, müssen sie eingesetzt werden, bevor die positiv getesteten Personen schwer erkranken. Dem steht nicht selten die grassierende Wissenschaftsskepsis im Weg. Wenn wir aktiv etwas vorschlagen, Patientinnen und Patienten, denen es jetzt zurzeit noch gut geht und die wirklich zu der Gruppe gehören, die uns Medizinern nicht so trauen, aus welchem Grund auch immer, ja, da kriegen wir auch ganz schön heftige Vorwürfe, dass wir für die Pharmaindustrie arbeiten, dass wir an diesen ganzen Verschwörungen mitmachen. Hausärzte beklagen unzureichende Strukturen zur Versorgung mit Medikamenten. Corona-Medikamente gibt es bisher vor allem über Spitalsambulanzen, aber nicht wie gewohnt über Hausärztinnen, Kassenrezepte und öffentliche Apotheken. Das sollte eigentlich schneller zu beheben sein als die Wissenschaftsskepsis. In unserem Interviewstudio begrüße ich jetzt den Vorstand der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie an der Klinik Floridsdorf, den Intensivmediziner Ashan Walipur. Einen schönen guten Abend. Guten Abend, hallo. Herr Dr. Walipur, Wissenschaftsskepsis, das haben wir gerade aus Oberösterreich das Beispiel gehört, wo sich offenbar Ungeimpfte nicht mit dieser Antikörpertherapie behandeln lassen wollen. Beobachten Sie das auch, dass Betroffene sich nicht mit Corona-Medikamenten behandeln lassen wollen? Also im Spitalsbereich machen wir diese Erfahrungen nicht. Ganz im Gegenteil, dort sind die Patientinnen und Patienten eigentlich sehr dankbar, dass man ihnen diese Möglichkeiten der Behandlung mit neuen Medikamenten auch anbieten kann, weil das ja auch nachweislich zu einer Senkung der Sterblichkeit führt, auch viel weniger Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation sind. Im ambulanten Bereich, so wie Sie es genannt haben, kann das durchaus ein Thema sein, wobei man muss da, glaube ich, unterscheiden zwischen Personen, die tatsächlich skeptisch sind, weil sie den Medikamenten nicht glauben oder weil sie dieser Wissenschaft, die dem zugrunde liegt, nicht glauben,
Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, und das wurde auch im Beitrag erwähnt, dass die Personen zu dem Zeitpunkt, wo sie kontaktiert werden, einfach noch nicht das Ausmaß an Beschwerden haben und sich daher gar nicht krank fühlen, obwohl gerade zu diesem Zeitpunkt, nämlich in der frühen Phase der Infektion, diese Medikamente besonders wichtig wären, damit es eben erst gar nicht zu einem schweren Verlauf kommt. Wir haben im Beitrag auch gehört, es hakt da offenbar auch noch an der Verteilung der Medikamente. Bekommt in Österreich derzeit jeder ein Corona-Medikament, der es braucht, auch außerhalb des Spitalsbereichs? Also Sie können sich vorstellen, es ist ein logistischer Aufwand, der natürlich gigantisch ist. Wir sprechen derzeit von rund 20 bis 30, teils 40.000 Infektionen pro Tag. Diese Medikamente sind zunächst einmal natürlich weltweit und global nur beschränkt verfügbar, zum einen. Zum anderen muss man sagen, dienen sie in erster Linie dazu, jenen Personen verabreicht zu werden oder zur Verfügung gestellt zu werden, die ein hohes Risiko haben für einen schweren Verlauf. Und es wird gerade versucht, beispielsweise eben auch in Projekten und über den Gesundheitsdienst der Stadt Wien zu identifizieren. Da werden täglich über 1.000 Personen angerufen und anhand entsprechender Checklist noch wirklich vernünftig evaluiert, wer sich dafür eignet. Und wenn ja, wird dann vereinbart, dass man Medikament A oder Medikament B verabreicht. Teilweise werden Patientinnen auch wirklich in ambulante Infusionskliniken geholt, um diese teils sehr teuren und auch Medikamente, die Wechsel- oder Nebenwirkungen haben, zu verabreichen. Also da steckt schon sehr viel Logistik dahinter und auch medizinische Plausibilität muss genauso gegeben sein. Wenn diese Behandlung mit den Corona-Medikamenten jetzt also anläuft, auch außerhalb der Spitäler sozusagen, und das Prognosekonsortium gleichzeitig sagt, dass sich die Behandlungszahlen in den Spitälern jetzt demnächst ungefähr auf einem Plateau einpendeln werden, braucht es dann derzeit zu dem jetzigen Zeitpunkt noch eine Impfpflicht? Eine Impfpflicht ist eine politische Entscheidung gewesen letztlich, weil offensichtlich die Anzahl der sozusagen impfbaren Bevölkerung nicht hat weiter steigern lassen in den letzten Monaten. Man muss dazu sagen, im Krankenhausbereich, und ich spreche jetzt natürlich jetzt hier vorrangig für Wien, für den Wiener Gesundheitsverbund, sehen wir deutlich steigende Zahlen im vor allem Normbettenbereich. Allein in den letzten 3 Wochen ist es zu einer Verdoppelung gekommen und das Spitalspersonal ist auf doppelter Ebene oder in doppelter Hinsicht hier belastet. Einerseits haben wir durchaus wieder Zahlen, die fast so hoch sind, wie wir es zu den Spitzenzeiten hatten, noch nicht ganz, aber es nähert sich dort an. Und zum anderen haben auch wir natürlich im Krankenhausbereich Personal, das sich infiziert hat oder in Quarantäne ist. Das heißt, relativ gesehen hat man hier eine höhere Belastung. Ich glaube, als Medizin ist es wichtig, weg von der Thematik, ob man jetzt pro oder gegen eine Impfpflicht im politischen oder sozusagen logistischen Sinne ist, darauf hinzuweisen, dass unsere Aufgabe es ist, als Medizin oder als Wissenschaftler auf diese Nutzen-Risikobewertung einer Impfung hinzuweisen und das erneut. Vielleicht auch ganz wichtig, darauf auch noch einmal hinzuweisen, dass eine Infektion eine Impfung nicht ersetzt. Ganz im Gegenteil, man weiß, dass gerade auch eine Omikron-Infektion keine nachhaltige Immunität gewährleistet. Das bedeutet, es ist kein nachhaltiger, kein lang anhaltender Schutz vor weiteren Infektionen. Und daher wäre es natürlich wichtig, vollkommen unabhängig von einer Pflicht, Personen und jene, die sich eben noch nicht am Impfen lassen und noch nicht überzeugt sind, durchaus anzuraten, sich impfen zu lassen. Denn erst die Kombination aus Impfung. Herr Dr. Wallipur, ja? Ich muss Sie an dieser Stelle unterbrechen. Wenn, Herr Dr. Wallipur, die Impfung nicht vor einer Infektion schützt, und auch das haben wir jetzt in den vergangenen Wochen gesehen in dieser Omikron-Welle, dass sich auch Menschen, die geimpft sind, die geboostert sind, mit Omikron angesteckt haben. Da passieren auch erneute Infektionen, also dass sich Menschen auch öfters anstecken. Welchen Sinn macht dann die Impfpflicht noch, wenn doch jetzt die Infektionen so durchgehen und auch so enorm hoch sind? Ja, genau darauf wollte ich letztlich hinaus. Es ist die Kombination aus Impfung und Infektion, die letztlich dazu führt, dass wir eine breite Bevölkerungsimmunität aufbauen. Zum einen ist natürlich durch die Impfung der Schutz vor schweren Verläufen gewährleistet. Und das sehen wir ja auch tagtäglich im klinischen Alltag. Das bestätigen die Zahlen. Und wir werden in den nächsten Monaten und Jahren immer wieder mit diesem Virus konfrontiert sein. Und nur die Kombination aus Impfung und dann hoffentlich meist milde Infektion gewährleistet, dass wir aus dieser Pandemie rauskommen in diese sogenannte endemische Phase. Die Infektion alleine oder auch eine Reinfektion wird das nicht gewährleisten. Das bringt mich gleich zur Zukunftsfrage sozusagen. Haben wir jetzt schon den Höhepunkt der Omikron-Welle erreicht? Beziehungsweise wie wird sich denn jetzt auch, werden sich die nächsten Wochen mit dieser neuen Subvariante BA2 aus Ihrer Sicht entwickeln? Das kann man eigentlich noch nicht wirklich mit Sicherheit sagen, wenn man auf die Modellierer schaut, die entsprechende Zahlen auch aus anderen Ländern zur Verfügung stellen.
So sieht man beispielsweise, dass in Dänemark BA2 tatsächlich Überhand genommen hat. Für Österreich sehen wir deutlich steigende Zahlen. Das kann dazu führen, dass sich diese jetzige fünfte Welle noch mehr in die Länge zieht, also sozusagen das Plateau, das Sie auch ganz kurz gezeigt haben, im Beitrag einfach länger wird. Es kann aber auch gut sein, dass es zunächst einmal leicht runtergeht und dann wieder ansteigt. Ich denke, dazu wissen wir noch zu wenig. Das werden die Zahlen der nächsten Tage und Wochen zeigen. Was bedeutet das dann aber für konkrete Maßnahmen, die jetzt gelockert werden könnten? Dänemark zum Beispiel hat ja alle diese Maßnahmen schon wieder ausgesetzt. Und Dänemark sagt auch seit 1. Februar, Covid ist keine gesellschaftskritische Krankheit mehr. Könnte man das also auch in Österreich jetzt so einstufen? Also Dänemark ist da sicherlich schon ein bisschen weiter. Die haben auch eine höhere Durchimpfungsrate. Und wenn man sagt, es ist eine nicht mehr gesellschaftskritische Erkrankung, so muss man hier natürlich berücksichtigen, dass wir nach wie vor einen nicht unwesentlichen Anteil an ungeimpften Personen in den vulnerablen Altersgruppen haben, also bei Älteren, was die Boosterung betrifft, wo so wichtig ist. Es gibt auch natürlich Kinder unter 5 Jahren, die sich selber nicht schützen können. Es gibt Personen, die eine Lungentransplantation haben oder Medikamente haben, die sozusagen ihr Immunsystem unterdrücken. Und all das sind Personengruppen, die davon profitieren, wenn ihr Umfeld geschützt ist. Und in Zukunft werden diese Personen immer einem gewissen Risiko ausgesetzt sein vor einer Infektion. Daher würde ich noch nicht so weit gehen zu sagen, wir haben keine gesellschaftskritische Situation, wir haben steigenden Spitalsbelag. Daher auch gerade in Wien diese Regelung 2G noch beizubehalten, glaube ich, in der Gastronomie finde ich persönlich auch für vernünftig. Also das geht jetzt nicht darum, dass man eine komplette Entwarnung aus Spitalssicht gibt, aber natürlich können wir besser mit der Erkrankung umgehen und haben auch bessere Medikamente zur Verfügung, um die Gefährlichkeit zu nehmen für viele Betroffene. Herr Dr. Wallipur, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke für die Einladung. Die zuletzt bekannt gewordenen Sidelet, und damit wechseln wir das Thema zu Regierungsabkommen, haben die Frage aufgeworfen, welche und ob versteckte Nebenansprachen unter Koalitionspartnern eine Berechtigung haben. Und das ist heute auch Thema bei Im Zentrum bei Claudia Reiterer. So ist es. Die ehemalige Ministerin Maria Rauch-Kallert war bei 3 Koalitionsverhandlungen dabei. Der ehemalige Präsidialchef Manfred Matzka hat 8 Minister und 4 Kanzlern gedient. Welche Erfahrungen haben die beiden in puncto Geheimabsprachen gemacht? Wie ehrlich kann und darf Politik sein, wollen wir vom aktiven Politiker Wiens, Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr von den Neos, wissen. Und welche Lösungen braucht es, fragen wir Politologin Katrin Steiner-Hämmerle. Ich freue mich auf Sie. Vielen Dank, Claudia, für diesen Ausblick. Die Ukraine steht nach wie vor im Zentrum der europäischen und internationalen Friedensbemühungen. Und so wird auch die Besuchsdiplomatie wieder mehr. Die deutsche Außenministerin Baerbock, wie auch Österreichs Außenminister Schallenberg und seine Amtskollegen aus der Slowakei und Tschechien, werden morgen in die Ukraine reisen. Deutschlands Kanzler Scholz trifft in Washington US-Präsident Biden. Frankreichs Präsident Macron ist zu Gast bei Putin. In der Ukraine selbst wächst die Sorge vor einer Eskalation, auch wenn es derzeit im Land weitgehend ruhig scheint, wie ein Lokalaugenschein zeigt. Novi Jarilovici heißt der wichtigste Grenzübergang nach Weißrussland im Norden der Ukraine. Von 4 Übergängen in diesem Oblast sind nur mehr 2 geöffnet. Trotzdem herrscht weitgehende Leere. Ein Personenverkehr war beim Lokalaugenschein praktisch nicht existent. Auch der Warenverkehr ist stark rückläufig. Die Spannungen mit Russland wirken sich aus, steht doch Minsk nun völlig unter dem Einfluss Moskaus. Im Grenzgebiet waren keine ukrainischen Streitkräfte zu sehen, auch in Tschernihiw nicht, der 60 Kilometer südlich gelegenen Kreishauptstadt. Die Stadtverwaltung hat die Chance genutzt, die Dezentralisierung finanziell geboten hat, und das Zentrum macht einen sauberen, geordneten Eindruck. Doch wie ist die Stimmung der Bewohner? Die gesamte Lage ist angespannt. Da haben wir Corona und die neue Welle, die Spannungen mit Russland, dann die Wirtschaftskrise, niedrige Löhne und so weiter. Die gesamte Lage ist nicht sehr stabil. Wenn man Optimist ist, kann man das Leben so nehmen, wie es ist. Solange bei Putin und Zelensky Vernunft waltet, wird es keinen Krieg geben. Doch was ist, wenn jemand provoziert? 120.000 Soldaten sollen es auf russischer Seite an der Grenze sein. Wie viel auf unserer Seite, weiß ich nicht. Ein Funke kann genügen, dass der Konflikt sich zum großen Krieg auswächst.
Niemand wird angreifen. Es ist allen klar, dass es keinen Angriff geben wird. Auch in anderen Städten ist die Stimmung friedlich, wobei die Ukraine in diesen Wochen so viel internationale Aufmerksamkeit erlebt hat wie schon lange nicht mehr. Keine Panik registriert auch die staatliche Privatbank, die mit 20 Millionen Kunden etwa die Hälfte aller Ukrainer betreut. Geleitet wird die Bank von einem Österreicher. Also wir sind weit davon entfernt, dass wir Panikreaktionen sehen. Wir sehen auch keine signifikanten Behebungen von Einlagen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Ukrainer und die Ukraine seit 8 Jahren unter einer latenten und auch manchmal nicht ganz so latenten Bedrohung leben. Das stimmt. Doch große ausländische Investoren haben ihr Geld abgezogen. Und je länger das Damoklesschwert eines Krieges über der Ukraine hängt, desto schlechter auch für die Wirtschaft des Landes. Berichtet Christian Werschütz, und damit sind wir jetzt bei weiteren Meldungen vom Tag. In Israel wird der grüne Pass für Corona-Geimpfte und Genesene fast vollständig abgeschafft. Trotz hoher Infektionszahlen muss er ab morgen nur noch bei Großveranstaltungen hergezeigt werden. Begründet wird das mit dem fehlenden Infektionsschutz vor Omikron durch die Impfungen. In Madagaskar sind bei einem Tropensturm mindestens 6 Menschen gestorben. Der Zyklon Batsirai fegt derzeit mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 235 Stundenkilometern über den ostafrikanischen Inselstaat. Fast 48.000 Menschen mussten vor dem Sturm aus ihren Häusern fliehen. Der langjährige Krone-Kolumnist Richard Nimmerrichter ist mit 101 Jahren gestorben. Unter dem Pseudonym Staball kommentierte er fast 40 Jahre lang die österreichische Politik. Seine teils untergriffigen Kommentare haben ihm mehr als 100 Klagen, meist wegen übler Nachrede, eingebracht. Bei den Olympischen Winterspielen in Peking hat das österreichische Team heute gleich 2-mal Edelmetall gewonnen. Sowohl der Skispringer Manuel Fettner als auch der Rodler Wolfgang Kindl holten am 2. Wettkampftag der Spiele Silber. Am 6. Februar 1952, also genau vor 70 Jahren, übernimmt Elisabeth II. Den britischen Thron. 25 Jahre war sie damals. Nun liegen hinter dem am längsten regierenden Staatsoberhaupt 7 Jahrzehnte. 70 Jahre, in denen sie nicht nur internationale Krisen, sondern auch persönliche Krisen erlebt hat und ein Symbol der Beständigkeit ist. Ans Aufhören denkt die Queen aber nicht, aber sie trifft Vorkehrungen für die Zukunft, die durchaus überraschen. Gratuliert wurde der Queen schon gestern bei einem Empfang mit ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürgern in Sandringham mit Musik und Torte. I think I might just put a knife in it. I think that's a really good idea. See if it works. Oh yes, it goes in beautifully. Den heutigen Tag verbringt die Queen traditionsgemäß ruhig im Kreise ihrer Familie auf Schloss Sandringham, wo ihr geliebter Vater König George VI. Vor 70 Jahren gestorben ist und sie offiziell Königin wurde. Die Nachricht hat die 25-jährige Elisabeth während einer Reise in Kenia erreicht. The tragic news reached Princess Elizabeth and her husband while in Kenya. Die Krönung erfolgte jedoch erst ein Jahr später. Seit 7 Jahrzehnten sitzt sie nun schon auf dem Thron und hat das Vereinigte Königreich als Staatsoberhaupt durch viele bewegte Zeiten begleitet, bis letztes Jahr mit Prinz Philipp an ihrer Seite. Ans Abdanken denkt die Königin jedoch keineswegs, wie sie in einem Brief anlässlich des Thronjubiläums neuerlich bekräftigt. Darin beendet sie auch Spekulationen rund um Herzogin Camilla. Es sei ihr ausdrücklicher Wunsch, dass Camilla, wenn die Zeit gekommen ist, als Queen Consort bekannt sein wird. Es ist zwar an sich in Großbritannien üblich, dass die Gattin eines Königs Königin genannt wird, aber bei Camilla war das lange unklar, weil sie polarisiert und von vielen noch immer als Zerstörerin der Ehe von Prinz Charles und Prinzessin Diana gesehen wird. Herzogin Camilla hat sich laut Insidern angeblich schon damit abgefunden, einmal nur unter Anführungszeichen Prinzessin zu werden. Doch die Queen hat es nun klargestellt und sie offiziell aufgewertet. Prinz Charles hat sich in einer Stellungnahme über diese Entscheidung geehrt und berührt gezeigt.
Die Bevölkerung ist nach wie vor gespalten über Camilla. That's fantastic news. Großartig, dass die Queen Camilla jetzt anerkennt. Wir müssen wohl oder übel mit ihr leben. Prinz Charles wird einmal König, da gehört sie dazu. What's the deal, really? Wünsche an die Queen gibt es jedenfalls jede Menge. I wish her all the best. Alles Gute. Have a good jubilee, I guess. Yeah. Happy anniversary, Queen Elizabeth. Yeah. Happy anniversary. You go, girl. Die großen öffentlichen Feiern finden dann Anfang Juni statt, mit Paraden, Konzerten und Straßenfesten. Denn dann sind die Chancen größer, dass auch das Wetter mitspielt. Besonders einladend ist das Wetter derzeit ja auch bei uns nicht. Die Aussichten. Der Niederschlagsfilm zeigt, wie heute Nacht eine Kaltfront über Österreich zieht. Die Regenschauer gehen oberhalb von etwa 300 Meter in Schneefall über und auch Graupelgewitter sind möglich. Morgen steht uns dann ein sehr windiger Tag bevor. Teilweise ist es stürmisch, besonders auf den Bergen. Und ganz oben fallen 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee bis morgen Abend. Teils sonnig ist es morgen im Osten und Süden bei 2 bis 8 Grad. Am Dienstag wechseln Sonne und Wolken und es bleibt windig. Am Mittwoch gibt es dann viel Sonnenschein und es wird ungewöhnlich mild für die Jahreszeit. Damit darf ich mich jetzt im Namen des gesamten Teams von Ihnen verabschieden. Starten Sie gut in die neue Woche. Auf Wiedersehen.